Sebastian Ofner hat sich nach Wimbledon 2017 zum zweiten Mal für das Hauptfeld eines Grand-Slam-Turniers qualifizieren können. Allerdings hat er es mit der Nummer 3 des Turniers, Alexander Zverev, zu tun bekommen und ist zum Auftakt gescheitert. Am Tag danach wollen wir mit ihm darüber sprechen und er ist uns via Skype zugeschaltet. Zunächst mal, Ofi, vielen Dank für deine Zeit. Ja, kein Problem. Besprechen wir vielleicht mal das, was im Vorfeld auf dich zugekommen ist. Die Auslosung hast du sicher mit Spannung mitverfolgt. War es dann die Vorfreude auf ein Spiel gegen einen Top-10-Gegner oder doch ein bisschen Ärger darüber, dass ein leichterer nicht gezogen wurde? Ich würd sagen beides, weil natürlich, wenn man gegen so einen spielt wie einen Alexander Zverev, dann weiß man, man spielt auf einem großen Court vor vielen Zuschauern. Das ist einerseits das Positive, andererseits ist das natürlich ein sehr schwieriges Los, weil eben fast noch nie gegen so einen guten Spieler gespielt und gestern war das auch der größte Court, auf den ich jemals gespielt habe. Von dem her, das ist dann wieder ein bisschen ein Nachteil, weil ich glaube, dass ich eigentlich ganz gut drauf bin und gutes Tennis im Moment spiele. Und ja, da wäre natürlich, wenn er in der ersten Runde Gegner gewartet hätte, wo ich sage, okay, da wäre eine realistische Chance zum Gewinnen. Das wäre auch nicht schlecht gewesen, aber so habe ich natürlich eine super Erfahrung sammeln können und einmal schauen, wie das ist, wenn man gegen so einen großen Spieler spielt. Jetzt vielleicht für den Tennis-Laien oder der sich nicht vorstellen kann, was der Unterschied zwischen einem Top 10 und einem Top 200 Spieler ist. Wie bereitet man sich auf so einen Gegner vor und was zeigt dann auch so ein Gegner wie Alexander Zverev? Ja, also die Vorbereitung ist eigentlich die gleiche wie immer. Also man geht rein und versucht, sein bestes Tennis zu spielen und das Bestmögliche rauszuholen. Schauen, dass man nicht übertreibt, weil das führt meistens in die andere Richtung, wo man eigentlich hin will. Und ja, also der größte Unterschied ist definitiv Aufschlag und Return. Also da habe ich einen unglaublichen Unterschied gemerkt im Vergleich jetzt zu mir oder zu anderen Spielern auf meinem Level. Und das zeichnet dann natürlich auch so einen Spieler aus, auch von der Grundlinie, die Rallyes, das ist alles so stabil, das ist einfach, deswegen steht er auch auf Nummer 3 im Moment. Was sind für dich die größten Unterschiede zwischen Wimbledon und Paris, abgesehen vom Belag gewesen? Ich meine, du bist natürlich in Wimbledon damals in die dritte Runde gekommen und jetzt zum Auftakt gescheitert. Was gefällt dir insgesamt besser vom Ambiente? Es ist schwierig zu sagen, es sind beide Turniere wirklich mega. Wimbledon hat jetzt ein bisschen mehr was von einer Tradition und in Paris es ist generell das größte Sandplatzturnier der Welt, von dem her es ist beides top und natürlich Wimbledon war jetzt dritte Runde aus der Quali, das war dann doch vielleicht nur eine Spur besonderer für mich, aber jetzt in Paris auch, ich meine, jetzt habe ich das zweite Mal mich qualifiziert beim Grand Slam. Nachdem ich 15 Mal gescheitert bin, das habe ich vorher gar nicht so gewusst, aber durch die Medien ist mir das ein bisschen bewusst worden. Von dem her war das schon echt gut, vor allem nach der langen Verletzungspause, was ich gehabt habe, bin ich damit schon echt zufrieden. Bevor wir auf dich persönlich noch eingehen, wie es bei dir weitergeht, vielleicht noch ein Stichwort, wer ist dein Favorit für dieses Turnier? Glaubst du, Djokovic kann gleichziehen mit Nadal oder wird dann der junge Carlos Alcaraz noch ein Wörtchen mitreden? Das ist schwierig zu sagen. Also die spielen alle so ein gutes Tennis auf so einem hohen Niveau. Von dem her wird man sehen, wie das ausgeht, das Turnier. Aber natürlich, die zählen zu den Favoriten. Und es wird interessant, wenn die so weit kommen und dann gegeneinander spielen. Jetzt wissen wir, Dominic Thiem setzt weiter fort Anfang Juni mit zwei italienischen Challengern. Du persönlich begibst dich nach Frankreich, nach Lyon. Welche Ambitionen hast du denn für die kommenden Wochen? Also für mich selber ist es wichtig, dass ich das Tennis, was ich jetzt spiele, Woche für Woche abrufen kann. Und dann werde ich schauen, was am Ende der Saison dabei rauskommt. Gut, Ofi, wir bedanken uns auf jeden Fall für das Gespräch. Alles Gute und nochmal gratuliere zum zweiten Einzug ins Hauptfeld eines Grand Slams. Dankeschön.